Willkommen zurück hier bei Mafia Nummer 3. Beim letzten Mal haben wir hier diese Baustelle eingenommen und jetzt... wer will Stress? Warte mal, da will einer Stress. Wer will Stress? Welcher von denen ist das? Ich denke nicht, dass du dich mit mir anlegen willst. Gut. Dann hat sich das auch erledigt. Hier liegt Geld. Nehme ich. So. Ja. We totally didn't just end 2 seconds ago. No. We don't. So ist es nämlich nicht. Ach stimmt, der Bezirk gehört uns ja schon, ne? Okay, interessant, interessant. Hier würde ich, glaube ich, erstmal noch nicht hin. Ja gut, wir haben hier schon angrenzendes Gebiet. Ich glaube, das ist dann ganz gut. Auf geht's zu Jack. Jetzt ist nur die Frage, gehört uns jetzt schon die ganze Innenstadt? Eigentlich ja nicht. Wir müssten hier noch irgendwas machen. Die Sache ist, wir haben jetzt nur das hier, was halt, glaube ich, dieses DLC-Ding ist, was ich jetzt nicht tun werde. Und wir haben halt die. Mehr haben wir hier halt aktuell nicht. Oder gehört das noch hier mit dazu? Nee, eigentlich nicht. Das hier ist auch was anderes. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Vielleicht ist das doch so ein einziger Bezirk, wo man nicht so die ganze Gegend übernimmt. So, die Karre ist immer noch übel schnell, von daher alles gut. Und Beschleunigung ist immer eine gute Sache. So. Gut, direkt gegenüber von den Cops. Upsi. Hallöchen, ich muss hier einmal vorbei. So. Ich parke wunderbar. Oh. Ich glaube, Sie suchen mich. Jackie? Ein gemeinsamer Freund schickt mich. Ich dachte mir schon, dass Johnny den Freund erfunden hat. Aber die Geheimnistuerei ist ein bisschen viel. Sie kennen Donovan. Kann man so sagen. Ich bin Sonderermittlerin für Finanzen. Das Finanzamt untersucht Olivia Marcano? Für Steuerhinterziehung ist sie zu schlau. Ich ermittle gegen einen Mann, der für sie arbeitet. Chester Moreau. Meinen Hinweisen zufolge finanziert er die Southern Union. Dachte mir schon, dass die Rassistenschweine damit drin hängen. Ich suche einen Remy Duvar. Er ist da der Boss oder sowas. Was auch immer die Verbindung ist. Sie geht tief, ist geheim und bringt eine Menge Geld. Sehr viel mehr, als man von einem Gebiet wie Frisco Fields erwarten würde. Das FBI hat es eine Weile untersucht, aber keiner redet. Glaub mir, wenn ich einen von den Wichsern erwische, dann redet er. Denke ich auch. Mein einziger anderer Hinweis ist, dass die Southern Union im ganzen Viertel Propagandaverstecke hat. Ist nicht viel, aber wenn du dir die vornimmst, werden die richtigen Leute auf dich aufmerksam. Ja, wenn Moreau beginnt Geld zu verlieren, will er wissen warum. Ich komme wieder, wenn ich was Handfestes habe. Hier redet niemand. Ich denke, sie müssen direkt an Chesters Leute herankommen. Gut. Dann schauen wir uns das mal an. Neue Aufträge. Einen neuen Auftrag. Ich wollte schon sagen, sind hier vielleicht noch irgendwo welche unten? Das ist DLC, das machen wir jetzt noch nicht. Hier ist noch einer, okay. Und dann haben wir hier noch das. Verrückt. Rede mit Nikki, aber das sind halt keine. Das sind nur Aufträge für hier und der Bezirk gehört uns im Prinzip ja schon.
Gut. Can't remember the name. Okay. No problem. Dann schauen wir mal. 100.000 Schaden müssen wir hinzufügen. Ja, wunderbar. Ich denke, das wird sich ergeben aus dem, was wir hier mit unseren... was wir hier bei unseren Gesprächen erreichen. Wir gehen in die Kirche. So. Ja, immerhin hatte einer ein gutes Leben, ne? Erzähl mir was. Wie verdient Chester Moreau sein Geld? Mr. Moreau lässt einige unserer anderen Jungs der Southern Union einen Job erledigen. Dickes Ding. Geheim. 4.000? Ja gut. Danken kannst du mir später. 4.000 nehme ich. Wir sind heute gütig. Komme ich hier rein? Leider nicht. Also wir rufen mal kurz die Geldfrau. Nee, falscher Knopf. Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Etwas Geduld, bin sofort da. Hier bin ich. Ja, so ungefähr, ne? Hier, nehmen. Wehe, du verlierst das. Okay, ich wäre dann soweit. Was müssen die solche Vollidioten sein? So, was haben wir hier? Wir können wieder abhören. So. Schauen wir uns den Bums mal an. Verkauf dich genauso gut wie alles andere. Leute, die Geld haben. Das Auto gefällt mir. Jetzt ist Zeit für ein neues Auto, ich glaube schon. Ist jetzt meins. Es ist auch rot, also im Prinzip alles wie vorher. So. Ach Gott, irgendeiner im Senat, ja dann viel Spaß. Wo fahre ich eigentlich überhaupt hin? Vollstrecker, ich verstehe. Ja gut, dann gucken wir uns den Bums mal zuerst an. Upsi. Hier ist noch voll viel zu tun. Also jetzt verstehe ich langsam, warum. Wo fahren wir hier hin? Ich verstehe langsam, warum die Schadenssumme so hoch ist. Upsi. Es ist hübsch hier. Und ich liebe unser Auto. Okay, jetzt müssen wir hier in so eine Villengegend. Ja, da ist es natürlich immer besonders leicht, jemanden umzulegen. Ach, es ist ja nur eine Baustelle. Wunderbar. So. Na dann komm. Das würde man nach einem Geist suchen. Ich bin froh, dass du mich suchst. Denn ich bin zufällig ein Geist. Geld. Oh nein. Jemand hat diese Person umgelegt. Wie konnte das nur passieren? Und noch eine Person. Oh nein. Ich habe keine Ahnung, wer hier alles Knarren hat.
Naja, jeder, der nicht wegrennt, kassiert einfach, würde ich sagen. Oh, alle Leute, die nackt sind. Okay. So. Gut. Da haben wir wohl die Poolparty gecrashed. Oh nein, wie konnte das nur passieren? Oh, Geld. Essen. Noch mehr Geld. Moment, so. Wir haben wieder $3000. Das ging schnell. Aber das wird hier, glaube ich, mal ganz hübsch. Wahrscheinlich ist das jetzt einfach keine Baustelle. Es ist wirklich keine Baustelle. Ach Mann. Es sah aber ein bisschen so aus. Gut, wir machen das erstmal aus. Und dann schauen wir einmal auf die Map. Wir haben einen Haufen neuer Aufträge. Ich würde sagen, wir fangen hier an, weil der einfach am nächsten dran ist. So. Auf geht die wilde Fahrt. Wir machen auch jetzt nicht mehr so lang. Ich glaube, auf YouTube waren die letzten Folgen lang genug und auf Twitch, ja, wir haben es schon relativ spät. Wir haben es 1:15. Wunderbar. Deswegen, ja. Wird langsam Zeit. Du wirst um deinen Tod betteln, Kleiner. Er atmet nicht. Ich hab hier einen, Leute. Gib Deckung. Granate! Zieh mir das ein! Grüße von Herrn Molotov, du siehst ja. Er wird kommen, was du willst. Mist. Jesu Blut beschützt mich, du Dreck. Verteilt euch! Granate, rein! Habt ihr mich vermisst? Oh. Das ist nicht so gut. Ich hab ihn voll erwischt. So. Lad nach. Jemand ist irgendwie... So. Ich wollte schon sagen, wo ist der denn? Da kommen trotzdem noch irgendwelche, was nicht so gut ist. Ist hier irgendwo Geld für mich? Sieht nicht so aus. Gut, ich glaube, ich sollte mal besser abhauen. Was die hier tun, ist mir nämlich ehrlich gesagt ziemlich egal. So. Ich glaube, wir sollten mal kurz beide anrufen. Einmal ihn und einmal sie. Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Bin gleich da. Oh. Jemand ruft die Cops. Das ist nicht so gut. Alles, was du siehst, hier, nehmen. Wir sollten uns beeilen. Wir brauchen auf jeden Fall Munition. So. Gut, das haben wir auch. Okay. Aha, genau das habe ich gesucht. Gut, ich glaube, wir sollten abhauen. Jemand ruft gerade die Cops. Ich war es nicht. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Ich bin unschuldig. Sowas von unschuldig. Upsi.
Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Gut, ich würde sagen, wir verstecken uns hier, wo die Road geclosed ist. Puh. Will gucken. Oh, die Tür ist auch zu. Jetzt nicht mehr. Ich bezweifle, dass das so sein sollte. Auf jeden Fall interessant. Da springe ich nicht runter. Ja, da drüben sehen wir schon das Casino. Da müssen wir definitiv noch irgendwann hin. Gut, bis dahin können die noch ein bisschen bauen. Oh, ich war noch die ganze Zeit auf laut, sorry. Habe ich vergessen. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. So, dann würde ich sagen, machen wir uns noch auf den Weg hierher. Das als erstes irgendwie. Und dann machen wir noch so ein paar Minütchen. Ich mag das Auto, es ist irgendwie cool. So, kleiner Drift. Wir sind hier fast beieinander, Mensch. Was für ein Zufall. Ich erinnere mich noch an die alten Geschichten. Wir haben sie hin und her erzählt, als wir Kinder waren. Aber bloß die Schauermärchen, wie der Knochenschnitzer dich holt. Ich im Schlaf aus deinem Bett. Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst. Der Mann wurde angeschossen. Oh nein, der Mann wurde angeschossen. Hilfe. Ist hier Geld drin? Ja, Geld. Wunderbar. So. Keine Ahnung, welcher Bandit das hier getan hat. Ich war es nicht. Ich bin unschuldig, wie immer. So, und was geht hier? Was kann ich hier zerstören? Upsi, das war eigentlich nicht der Plan, aber ist okay. Hm. Oh, es sind auch Cops hier, das ist nicht so gut. Entspann dich doch mal, Baby. Schließlich bin ich den ganzen Tag angestapelt von den Frauen hier. Meine Kleider, meine Haare, unser Haus. Die denken, ich irre zu mich. Tue ich aber. Hör mir zu, Baby. Schatz. Und? Wir brauchen die Polizei. Also, wir kommen dahin. Die Tür ist aufgebrochen, der Fernseher weg. Was soll ich hier eigentlich tun? Aber dieses tolle Exemplar unserer farbigen Gemeinde. Vorräte zerstören. Und wo sind die? Er hinterlässt uns einen kleinen Brotkrumenpfad, unser Nigger Hänsel. Hast du je einen Junkie gesehen, der ein paar Tage lang keinen Stoff gekriegt hat? Der scheißt sich die Eingeweide raus. Ich glaube, der Junge will es wirklich wissen. Achtung, es gab ein Tötungsdelikt in Springfield. Der mutmaßliche Täter wurde als männlicher Schwarzer beschrieben. Alle verfügbaren Einheiten, bitte bestätigen. Er muss nachladen. Schnapp die dort. Gut, Und wo sind hier die Vorräte? Ich habe sie noch nicht gefunden. Ach so, hier. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Oh, oh.
Er fährt nicht gerade davon. An alle Einheiten, Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. An alle Einheiten, nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Verloren. Verloren. Gut. Dass die Cops genau hier sind, ist nicht unbedingt positiv für uns. Okay, wir sind eh ganz woanders. Also hier werden die uns nicht suchen. Are you at the university tomorrow? Yes, but just in the evening. So. I can sleep a little bit longer. Thank God. So, wo können wir jetzt noch zuletzt hin? Wir haben doch hier. Das ist weit weg, ne? Aber ist eigentlich gut. Je weiter weg, desto besser. Ich glaube, wir sollten uns von den Cops trotzdem noch fernhalten, ja. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Puh. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Wunderbar. Dann fahren wir da mal kurz rüber. Die Straße sah, also der Weg dahin sah eigentlich relativ entspannt aus. Deswegen dachte ich mir, gut, das ziehen wir einmal schnell durch mit unserem neuen coolen Auto. So. Wo sind wir hier? Tschüssi. Ja, alarmiert da ruhig eure Wachposten. Ist mir egal. Ich hau ab. So. Hier wollen wir noch nicht hin. Wir wollen hier hin. Solange es die richtige Person erwischt, ist alles gut. Upsi, ich hab's noch kommen sehen, ne? Ich dachte mir noch so, das wird nicht gut enden. Naja, tschüss Motorhaube. Ach ja, my driving skills are just the best. So. Ui. Always, so ist es. So. Wir sollten uns beeilen. Jetzt ist der Hurensohn dran! Der Bel-Air-Supermarkt! Da geht nach Geschäftsschluss was vor! Was auch immer es ist, Mr. Malone versucht es geheim zu halten! Oh oh! Ja gut. Meine Crew meldet sich. Der mutmaßliche Täter wurde als männlicher Schwarzer beschrieben. Alle verfügbaren Einheiten, bitte bestätigen! An alle Einheiten! Der Verdächtige führt jetzt das Fahrzeug! Da, mit denen könnt ihr euch auch rumschlagen, kein Problem!
So, auf geht die wilde Fahrt, wir müssen abhauen. Und das hier sieht irgendwie nach einer ganz guten Strecke dafür aus, weil wir halt relativ schnell fahren können. Oh, oh. An alle Einheiten, Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich fahre jetzt einfach hier rein. Wunderbar. Wir warten kurz, bis der ganze Kram vorbei ist. Können wir uns hier auch jemanden hinbestellen? Zum Beispiel für das Geld? Ich sollte in der Innenstadt was von dem Geld loswerden. Bin gleich da. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Komme schon, nur einen Augenblick. Oh Mann, Jesus, take the wheel. Dein was Geld ist bei mir immer. Unser Geschäftssystem wird abgeschlossen. Irgendwas dabei, weil du brauchst. Gut. Sag mir mal, was du hast. Und at least she has the same driving skills that I have, so. Okay, und er auch. At least they have the same driving skills. Something in common, yes. Ach ja. Das habe ich gerade irgendwie ganz merkwürdig da ausgesprochen. Ich weiß selber nicht warum. Naja. So, hier ist einer auf dem Weg. Komm. So, das war doch voll gut. So, jetzt können wir wieder ein bisschen rücksichtslos rasen. So, ich liebe unser neues Auto. Na, das war leider nicht ganz so gut, aber naja. Trotzdem bin ich zufrieden. Wunderbar, er ist direkt unter uns. Komme ich auch von hier aus daran? Gut. Das war doch gut. Aber ja, meine Fahrskills färben auf jeden Fall ab. Da kann man sagen, was man will. Die sehen es und lernen einfach dazu. Gut, dann haben wir hier noch jemanden erlegt. Was fehlt uns noch? Wir können mit ihm reden, aber ich möchte gerne erstmal die Sachen fertig machen. Und ich glaube, dann machen wir auch Schluss für heute. Die letzte Mission machen wir dann erstmal nicht mehr. Obwohl, das ist noch gar nicht die letzte. Wir haben ja noch gar nicht den Schaden ready. Wir schauen mal. Wir machen jedenfalls nicht mehr so lange. Ja, rennen wir ruhig vors Auto, kein Problem. Perfekt eingeparkt. Ah, komm schon, Schneeflöckchen. Wo willst du denn hin?
Ich sitze hier fest. Eine beschissene Granate. Gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich haue ab. Also, happy Monday. Thank you. I'm so glad it's Monday. So. Gut, dann fahren wir nochmal kurz hierher. Und dann sind wir schon erstmal durch. Aber ich denke, da kommen dann neue Missionen, deswegen. Alles gut. Same, I totally love it. So, you are going to school tomorrow, I assume? Or today? I don't know. Hi. Hast du was rausgekriegt? Hab die Dreckskerle hart rangenommen, aber nur ein Wort rausgekriegt. Belair. Weißt du was? Das könnte es sein. Moreau ist der Mehrheitseigner des Belair Supermarkts. Als du dir diese Rassistenschweine vorgeknöpft hast, gingen die Telefone los. Keiner hat Belair namentlich erwähnt. Aber ich habe eine Zeit. 10 Uhr abends. Und genug Indizien, um alles zu verbinden. Was immer es ist, wird im Supermarkt passieren. Heute Abend. Ich gehe da mal hin. Lincoln, was die Typen angedeutet haben, ist schlimm. Wirklich schlimm. Also sei besser leise. Wir müssen rausfinden, was genau Moreau vorhat. Und wir kriegen keine zweite Chance. Alles klar, Jackie. Gut. Das klingt ja schon mal interessant. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir für heute Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir mal schauen, was uns beim Supermarkt erwartet. Das klang ja schon mal vielversprechend. Bis dahin.